Baron 7-1, Fuchs Trott Sierra. Sofortige Starterlaubnis verteilt. Kenneth Air Regionaljet im Endanzug. Starterlaubnis erteilt. 1, Fuchs Trott Sierra. Flight Simulator ist aus vielen verschiedenen Gründen so beliebt. Einige werden von der Aussicht auf Abenteuer angezogen. Sie möchten die Welt aus der einzigartigen Perspektive eines Flugzeugs entdecken. Andere sind begeistert von der modernen Luftfahrttechnologie. Wieder andere genießen einfach die Aussicht. Wo liegen Ihre Interessen? Wenn Sie Flughäfen mögen, können Sie mehr als 24.000 Plätze entdecken. Wenn Sie Flugzeuge mögen, erwartet Sie ein besonderes Vergnügen. Vielleicht möchten Sie auch einfach die Landschaft genießen. Flüsse, Straßen, Boote und Vögel lassen die Welt um Sie herum lebendig werden. Aus welchem Grund Sie sich auch immer für Flight Simulator entschieden haben, es gilt, eine riesige Welt zu entdecken, und trotzdem ist der Einstieg ein Kinderspiel. Flight Simulator 10 bietet aufeinander aufbauende Lernerfahrungen in Form von Einsätzen, die Sie schnell und einfach an die Fliegerei heranführen und eine Menge Spaß bringen. Fliegen Sie zunächst einige der einführenden Flugstunden, um die Grundlagen zu erlernen. Anschließend beginnt das Abenteuer und Sie können Belohnungen sammeln. Das ist das Wasserflugzeug, die Havilland Beaver. Sind Sie bereit für einen Flugversuch? Los geht's! Übernehmen Sie die Steuerung. Drücken Sie Z, um den Autopiloten auszuschalten. Bringen Sie den Joystick nach links und rechts, um die Tragflächen zur Seite zu neigen und Kurven zu fliegen. Ziehen Sie den Joystick etwas zurück, um an Höhe zu gewinnen. Drücken Sie nach vorn, um wieder tiefer zu gehen. Alternativ können Sie auch die Pfeiltasten auf der Tastatur verwenden. Glückwunsch, Sie fliegen! Genießen Sie den Flug. Drücken Sie Escape, wenn Sie den Flug beenden möchten. Möchten Sie mehr lernen? Gehen Sie zu den Einsätzen und beginnen Sie mit Flugstunde 1, erster Start. Willkommen bei Flight Simulator 10.